Okay, Bro. Du. Internet versus du Maroc. Bro, ist so ein kleines Format, was ich mir so rausgesucht habe, wo ich einfach so ein paar Kommentare, ein bisschen was die Leute aus dem Internet so über dich sagen. Die rasten aus, gell? Die rasten aus, Bruder. Aber das sind die lustigsten, Bruder. Aber ich habe auch nicht nur negative Sachen genommen. Also einfach so Sachen halt, weißt du? Nur nicht persönlich nehmen, Bruder. Alles, Bruder. Das ist Entertainment, Bruder. So, Feature mit AK, bitte. Feature mit AK ist cool auf jeden Fall. Ich habe einen Song mit Pablock gemacht. Pablock ist von Undercover und so. Die waren ja früher irgendwie zusammen. Wir haben einen sehr, sehr starken Song gemacht. Auch bei dir jetzt drauf? Auf Album kommt als 6. Videoauskopplung. Sehr starker Song. Straße, schöne Grüße an Pablock. Mit AK habe ich eigentlich so gut wenig zu tun. Aber auch macht auch gute Sachen. Rappt gut auf jeden Fall. Wieso nicht, Bruder, weißt du? Aber ist noch nichts geplant, wa? Nichts geplant. Ich kenne ihn auch nicht so. Okay. Du hat zwei linke Füße, aber redet von Fußball. Sag ihn alle, ich tunnel den auf den Bierdeckel. Viele haben gesagt, früher ich war groß 1,94, ich wäre so ein Dings, so steif. Alle Bruder, weißt du, was ein Schnicker ich war? Ja? Ich habe damals Jogger Bonito, kennt ihr das noch? Jogger von Nike 2006, wo die WM hier war. Habe ich die deutsche Meisterschaft gewonnen, Bruder, auf 3 gegen 3. Ja. Ich habe die Leute dumm und dämlich getunnelt. Krass. Sag den Kollegen, er soll mal rankommen und seine Knieschützer mitnehmen. Alter. Wie lange hast du gezockt? Wie lange habe ich? Insgesamt Fußball? 25 fast. Mit 4 Jahren angefangen. Ja. Krass. Ich war ein sehr starker Machst du immer noch so hobbymäßig ab und zu, oder? Ab und zu. Bruder, mein Fuß ist doch kaputt. Aber ich unterstütze so SG Sossenheim, Alter. Da bin ich groß geworden. Da habe ich auch meinen Heimatverein. Schöne Grüße an Coach Sama Shukori, Alter. An Ilias, mein Neffe. Das ist eine super Mannschaft. Die sind zweimal hintereinander aufgestiegen und da unterstützt man. Letztens haben die mich eingewechselt, nur so für Dings Motivation. Echt? Ich habe Ball genommen, ich bin Tunneln direkt runtergefallen, war in Luft, Alter. Ich bin rausgegangen, direkt Kippe geraucht. Alter. Scheiße. Einfach vercrackt. Zeiten sind vorbei, ja? Ist vorbei, ja. Crack it in, man, Bruder. Gibt es die bei Sossenheim, die machen sich warm, die rauchen Kippe bei Aufwärmung. Alter, aber der fickt Mutter, Bruder. Was für Liga? Die sind jetzt in der Bezirksliga von der Bauernliga. Dann haben die alle auseinandergenommen, Kreisliga, jetzt spielen in der Bezirksklasse. Oh, stabil. Cool. Mit Kippen in die Bezirksliga. Ja, das Schöne daran ist einfach diesen Spaß. Weißt du, die Jungs von der Straße, 90 Minuten, dann soll ein bisschen kicken, ein bisschen Motivation. Du weißt doch, wenn du Fußball spielst, Bro, ist auch fürs Herz und so, Digga. Sport ist immer gut. Sport ist so krass, Alter, Bruder. Ich hab früher immer alles vergessen. Ich hab früher geheult, wenn ich verloren habe, Bruder. So krass war ich, Bruder, drinnen in der Sache. Und leider bin ich halt jetzt nicht mehr so fit wegen meinem Fuß und so, aber ich gucke gerne Fußball. Ich habe auch viele Freunde, die Fußballer sind. Enes Benatira. Das ist Frankfurt-Fan natürlich, ne? Top-Mannschaft. Ja, genau. Marius Wolf, kennst du Marius Wolf? Nee. Auch hier bei Hertha. Auch Freunde, wie gesagt, ich liebe bin Fußball gar nicht mehr unterwegs. Ich war früher sehr krasser Hannover 96-Fan. Ich bin Hannover geboren, weißt du? Kennst du Schmiedebach? Ja. Der ist zum Beispiel auf dem Song von One Touch drauf. Echt? Manuel Schmiedebach. Schmiedebach kenne ich. Ja, Bruder. Ja, Dicker. Der hat auch, der ist halb Marokkaner, glaube ich. Ja, aber der ist auch von, der spielt der noch eigentlich? Keine Ahnung, Alter. Ich glaube, der war auch schon ein bisschen länger her, wo der bei Hannover gekickt hat, glaube ich. Wir reden hier vor 5 Jahren oder so. Ja, Mann. Damals, Gerald Asamoah hat bei Hannover gespielt, Bruder. Otto Addo hat bei Hannover gespielt. Gerald Asamoah, der erste schwarze Nationalspieler, Bruder. Krass, das war auch zu wild, gell? Das war zu krass für mich damals. Ich weiß noch, wir haben damals im Sportunterricht darüber geredet. So. Ich war natürlich der einzige Schwarze in der Klasse, so, und dann haben wir darüber geredet. Du bist schwarz, du bist Moreno, so wie ich. Ich bin schwarz, Bruder, tief schwarz, Bruder. Ja, im Herzen schon. Ich bin so schwarz wie der Tisch, Bruder. Woher kommst du, Bruder? Mein Vater ist Afroamerikaner und meine Mutter ist deutsch, aber ich bin... kein Amerikaner, sondern Afrikaner, Bruder. Baba, Bruder. Das ist mir wichtig zu sagen schön, dazu. Bruder, schön. Dass ich will meine Roots repräsentieren. Deine Wurzeln, normal, Bruder. Ich bin deswegen habe ich auch immer die Kette an, Bruder. Weil die, da wo ich groß geworden, also wo ich... Ich glaube, Marokko ist auch drauf, oder? Ganz oben. Ja, klar. Marokko ist auch drauf, ganz Bruder. Oben, Marokko, Ägypten. Das ist dunkle da. Auch alles Afrika, Bruder. Schwester, Digga. Nee, damals, wo ich in Mannheim groß geworden bin, Bruder, war das ein bisschen so, dass die Mischlinge, die so wie ich, halb Deutsch, halb Ami, sich so voll auf diesem Ami-Film profiliert haben. Hose und so ein Bein hoch, so, die kennst du es. Ist geil, Bruder, wir sind mit dem Scheiß aufgewachsen, so, nur war es halt damals so, dass, die haben sich halt voll auf den Ami-Film profiliert, was ja auch okay ist, so, weil die Väter halt aus Amerika kommen, so, die kommen halt aus der Hood in Amerika, ja, so. Soldaten. Aber die haben halt auch immer Afrikaner schlecht geredet, Bruder. Ich weiß noch, damals in Clubs, die Afrikaner, wir sind cooler als die Afrikaner und so. Und irgendwann war das für mich nicht mehr, ich fand das nicht cool, so. Ich hab gesagt, Bro, aber Amerika, wir sind doch da nur wegen den Weißen, so. Wir sind doch gar nicht da geboren, so mäßig. Weißt du, ich meine, so, wir sind doch aus Afrika. Die haben Scheiße mit uns gemacht. Die haben uns doch gefickt, alle, wie die uns da hingeholt haben, so. Warum sind wir jetzt stolz und sagen jetzt Amerika, so? Oder glaubst du mir, manchmal gucke ich so Filme, so, ne? Mhm. Damals, die Afroafrikaner, wie die unter, alle Bruder, mein Herz, Bruder. Ja? Alle schicken mir, was die Armen durchgemacht haben, Bruder. Und dann stehst du da und repräsentest das Land, was das mit dir angetan hat. So. Das ist halt so ein bisschen, kann man denen nicht übel nehmen, weil die halt den jahrelang im Kopf gefickt werden, so propagandamäßig. So. Was sollen die denn machen, Bruder? Sollen die weiterkämpfen? Die haben noch keine Chance, Bruder. Resignieren dann irgendwann. Manchmal finde ich das auch komisch, wenn so ein Schwarzer bei der US-Armee ist, Bruder.
Der rennt da rum, bringt irgendwelche Leute um. Der ist, verstehst du, was ich meine? Mhm. Und dann überleg mal, was die vor 100 Jahren mit deinen Vorfahren gemacht haben. Mhm. So halt. Mein Vater war auch jemand, der für die Amis gekämpft hat, damals auch stationiert war, dann hier in Deutschland, so hat so meine Mutter kennengelernt und so. Und der war halt einer, der... Viele Schwarze in Amerika sind in die Armee gegangen, weil die keine andere Perspektive haben. So, viele von denen kommen aus dem Ghetto. Mhm. So. Und die haben halt nichts, Bruder. Und das ist für die so eine Chance, rauszukommen. Weißt du, wie geil das für den war? So, ey, krass, nach Deutschland jetzt. Anerkannt. Dann waren die in Deutschland, haben voll die Patte gehabt, haben sich einen schönen weißen BMW geholt. Bei uns war auch. Jeder Ami hat einen weißen BMW gehabt in Mannheim früher. So. Geil. Deutschen, schönen deutschen Wagen und so. Und kurz das war Kennzeichen, kennst du diese kurzen Society-Kennzeichen? Aber. Genau. Cash und so. Ich glaube, die waren da gar nicht so drin, dass die gerafft haben, was die da eigentlich machen. Ja. So. Die machen auch nur ihr Ding, guck mal, Versicherung wird ein bisschen bezahlt, die kriegen gute Gehälter, Familie ist, Ding, sag ich mal, gesichert. Was soll der machen, der Arme? Er muss mit dem Strom mitfließen. Ja? Wenn er jetzt anfängt, ihr seid so Black Panther, weiß er, wo das endet, Alter. Vor allen Dingen waren die ja bei uns damals auch die Motherfucker, so. Wir haben ja auch alle zu denen aufgeschaut. Die haben ja auch dann das Cash gehabt, die haben die Clubs gerockt, so, weißt du? Damals Downtown, Matrix, Darmstadt, Matrix, Bruder. Matrix, normal, Downtown. Bruder, du weißt doch selber, aber oder? Was gab's in Weinheim, war auch ein böser Club. Downtown, Bruder. Das war Downtown. Da hab ich gewohnt, Digga. Alter, geil, Alter. Wie oft ich da Kopf bekommen hab, die Hurensöhne. Die waren richtig hart an der Theke. Weißt du, wie weit es ist? Alle einfach 80 Kilometer von Frankfurt, so ungefähr. Weißt du, wie oft wir früher nach Frankfurt rüber gependelt sind, Digga? Warst du auch da in Clubs, Frankfurt? Ja, Django. Alter, du bist ja richtig Absturz. Dann ist einfach Kolumbien, Alter. Nee, weil mein bester Freund war José, Digga. Schöne Grüße gehen raus, Dominikaner. Okay, feiern. Das und dann immer ins Django. Aber Django ist ja auch sogar deutschlandweit bekannt, Regaton, oder? Für Latino. Regaton, ja, normal, Alter. Da Digga. War ich auch oft, Alter. Ich glaube, ich habe dich einmal ich hab vielleicht mit Capo gearbeitet. Oder so. Ich weiß noch, da war ich aber noch nicht auf dem Deutschrap-Film. Da hat ein Kollege zu mir gesagt, guck mal, das sind zwei Deutschrapper. So. Krass. Ich glaube, da warst du dabei, Bruder. Bestimmt. Mit Capo waren wir gut unterwegs. Das war aber noch, bevor diese Phase kam, wo ich so richtig auf Deutschrap unterwegs war. Da war ich noch so 18, 19, 2010, 2011 so. Dieser Wechsel. Aber du hast Ami-Rap schon viel gehört, oder? Ja. Yeah. Zu der Zeit auch viel Latino und Ami so. Latino-Musik, ich liebe. Ich muss mal ein Feature machen mit so einem Latino, so Daddy Yankee oder sowas. Zu krass, Bruder. Ja, ich liebe Latino-Musik. Das ist gute Laune, Bruder. Auch so, wie gesagt, ich verstehe nichts, aber der Vibe ist zu krass, ne? Was hast du dir Ami-mäßig so am meisten gegeben damals? Alter, Bruder, NWA, Bruder. Ganz, ganz klassisch, Bruder. NWA, Pac, Biggie, alle. Ich komme ja auch aus dieser Zeit noch ein bisschen. Und wann bist du geboren? Ja, 85, Bruder. 85, ja. Du bist 89, gell? 90, Bruder. Maschallah. Ja, Bruder, Rap war krass. Wir haben nichts verstanden, aber immer mitgerappt. Aber jetzt krass, also Rap heute, so also Ami-Rap hören wenige momentan. Also, ich finde es halt krass. Krass, diese Rap-Revolution, was passiert ist. Jeder hat schon mal. Ja. Du musst dir vorstellen, jedes Land hat seinen eigenen Rap. Ja, Digga. Verstehst du, Bruder? Ja. Und Deutschland hat jetzt auch seinen eigenen Rap, meiner Meinung nach. Junge, 100%. So, aber das war damals nicht so. Deswegen, ich weiß noch damals. Fantastischen Vier, Fettes Brot, Torch, aller Dings, wie hießen die? Ja, aber nicht Fettes nur das, Brot, sondern ich rede jetzt auch von diesem New School, sage ich mal so. Von diesem New School Rap, den es ja auch gibt. Trap, dies, das, bla, bla, bla. Damals gab es ja auch schon Azad und so. Gab es ja auch schon alles. War ja auch alles cool, Digga. Aber es gab nicht diese Facetten im Deutschrap. So, dass du auch mal Dancehall hattest, so wie dann Bones und Raff gemacht richtig. Haben. Oder mal ein bisschen Trap-mäßiger. Oder mal eine Olle, die mit dem Arsch twerkt und so. Das hast du halt nicht gehabt im Deutschen so. Gab's nur. Deswegen habe ich mir die Amis reingezogen. Ja, fürs Auge ein bisschen, gell? Ja. Und den ekligen Scheiß dann von euch. Ja, gell, abgefuckt. So schönen, eklig, schönen. Kaputte Gesichter, Narben, alle. So. Schön mit den Pitties im Video und so. Bruder, hier. Okay, nächstes Statement. Wo sind wir denn hier? Was war denn das letzte, Digga? Ach so, warum gibst du Sadik kein Kombi mehr? Sadik? Gibst du ihm kein Kombi mehr, oder was? Ach, was? Sadik hat sich selber aufgebaut, Alter. Sadik, Alter. Was ist denn? Kommt das aus Frankfurt? War ein Kommentar, Digga. Warum gibst du Sadik kein Kombi mehr, Alter? Müssen wir auf Kombi absprechen. Wenigstens ein Rapper, der sein Stil treu bleibt und nicht mit Le kommt. Vielleicht dieser Bruder hat einen Namen. Leider haben wir das nur mit nummeriert aufgeschrieben. Auf jeden das ist aber ein geil. Guter Hinweis, geil. Dass wir nächstes Mal den Namen mit rausschreiben und dann den schönen Props geben, normal, geil. Das ist Rap, Bruder, die muss man auch, guck mal, am Ende des Tages sind die Fans, die Zuhörer, Bruder, sind ja, ohne die sind wir ja gar nichts. Verstehst du, die Zuhörer, die uns pushen, die uns, jetzt nicht nur mich, diese komplette Rap-Genre pushen, Bruder. Denen muss man auch so eine Veranstaltung machen oder irgendwas. Ich denke mir, die kleinen Kinder sind nur auf Spotify 10 Euro im Monat, viel Geld, Bruder. Überleg mal, die pushen uns, Alter. Und die versuchen wieder mit unseren Texten in die falsche Richtung zu bringen. Von krass, Bruder. Deswegen müssen wir so Interviews machen. Ihr sollt alle Gas geben, hört Musik, geht damit trainieren, alle, nur nicht umsetzen. Ja, das ist aber auch ein wichtiger Grund, was du gerade angesprochen hast. Und das ist auch ein Grund, warum ich sage, dass die meisten, also das.
ich gerne auch würde, dass mehr Künstler in Deutschland Interviews machen, weil die da einfach dann die Plattform nutzen können, mit ihrer Community zu kommunizieren, ja, Mann, die Typen besser kennenzulernen, auch was zurückzugeben, so, weißt du? Geil. So. Aber der hat recht mit dem harten Scheiß, Alter, Bruder. Mir war das auch ganz wichtig, die erste Single muss Du Maroc 3.0 sein. Krass, aggressiv, authentisch und geil, Alter. Ich bin jetzt wieder voll auf diesem Agro-Film, aus diesem ekligen Film hängen geblieben. Aber bleib locker, Bruder. Am Freitag kommt eine Single, Bruder. Ich schwöre dir, du rauchst diese Shisha. Du hast noch nie so eine Shisha geraucht auf diesen Song. Der Song heißt Haschmillionär, Bruder. Und da ist meine Stimme nicht so laut. Mm. Ich rap Gangster, aber so, als ob du gerade in so einem Escalade 80 km/h cruist. Ja. So. Was ich sagen wollte, ich finde es geil, dass auch in der Richtung wieder ein bisschen was kommt, Bruder. Ich habe jetzt vom Massiv gesehen, sein Ramo. Ramo ist mein Freund, Alter. Ramo ist, ich dachte, Ramo kommt aus Berlin, Alter. Aber er hat sich herausgestellt, der ist vor meiner Haustür. Ich sag, Alter, was machst denn du hier, Alter? Der sagt, ich wohne hier. Ich sag, echt? Warst du in dem Video drin, Digga? Normal, Bruder, supporte. Also, Digga, siehst du, das wäre jetzt auch noch gekommen. Normal, support. Ich supporte jeden, Bruder, der Und der ist schön eklig wieder. Das ist schön eklig, das ist schön Straße. Der rappt geil. Der rappt gut. Feier ich, Bruder. Ja, Ramo auch. Gib mir so den Haftbefehl-Vibe von damals ein bisschen. Jawohl, Bruder. Das ist schön eklig in die Fresse. Ach, schön. So. Wieder bei dem einen Part reingekommen ist. Ja, Baba. Sein Bruder ist, Abd Samad, schöne Grüße, hat Fußball gespielt, der Samad. Mhm. Den kenne ich. Sein älterer Bruder ist ein Freund von mir. Ich wusste nicht, dass er einen Bruder hat, der rappt. Krass. Danach so, hey, hau, du weißt. Und dann Support. Heftig, massiv. Dass der jetzt über den Berliner rauskommt, ne? Und nicht, ja, über den Frankfurter, ja, Alter. Manchmal ist es so. Bei Eintracht Frankfurt ist es immer so. Wir haben der Fußballverein von uns. Die krassen Talente, die sind da weg. Manchmal sind dann irgendwo erste Liga, Italien. Manchmal muss man einen anderen Weg einschlagen, Bruder. Verstehst du, Bruder? Das tut vielleicht manchmal weh, so. Aber ich denke auch so, massiv. Wasim ist, wie ich für den Jungs mitbekommen habe, ein sehr guter Mensch. Ja. Hab ihn selber noch nie selber gesehen. Aber wir haben Kontakt, wir schreiben uns, wir pushen die Künstler untereinander. Ich denke, der Typ hat es verstanden, Bruder. Mhm. Der Typ ist einfach nur, der will einfach nur Frieden in sein Herz. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube, er muss keinen beweisen, nee. Dass er jemanden weg... Der macht es genau richtig. Er ist mit jedem korrekt. Der ist auch noch auf stabilen Werten unterwegs. Der ist stabil. Gibt es Streit, so. Bruder, beispielsweise, was ich auch gut bei den was ich sehr gut finde bei ihm. Gibt Streit von zwei, er kennt beide Parteien, Bruder, er zieht sich raus. Verstehst du, er ist mit denen gut und mit denen gut. Er redet nicht schlecht über ihn, auch nicht schlecht über ihn. Wenn er was sagt, aber was Schönes. Versucht er das zusammenzubringen vielleicht. Und das gibt es viel zu wenig in dieser Szene, Bruder. Verstehst du? Und das ist für mich ein Mann, der Respekt hat. Ey, Bruder, was machst du da gerade? Alles okay? Verstehst du, was ich meine, Bruder? So. Und mit Ramo muss man auf jeden Fall noch eine Bombe. Wir wollten auch schon einen Song machen. Geil. Da müssen wir uns was ganz, ganz Krasses einfallen lassen, auf jeden Fall. Ja, Digga, da kann ich mir auch mehrere Kombinationen aus Frankfurt auch vorstellen. Ramo und Haft zusammen zum Beispiel auch. Oder ja, mit Capo. Nee. Ramo und Haft, doch. Ich glaube, die haben was gemacht, oder? Ich habe geträumt, Alter. Irgendwas war. Hast du jetzt hier eine Bombe platzen lassen, oder? Entschuldigung. Aber ich glaube, die waren connected. Wie gesagt, die ganzen auch wir haben so Talente in Frankfurt, die auch richtig gut sind. Mhm. Ich habe einen Freund, der ist blind. Bruder, den wollte ich auch mal erwähnen, Bruder, weißt du? Da heißt Fokus. Fokus? Guck mal, Bruder, was ich jetzt sage, Leon. Der ist mit 15 blind geworden. Der hat eine Sehschwäche gehabt und da konnte er immer weniger sehen. Bis er eines Tages, es wurde vererbt, eines Tages hat der Arzt ihm gesagt, du wirst bald nichts mehr sehen. Er konnte nur auf links ganz leicht, dann verschwollen. Eines Tages war er, glaube ich, mit der Familie essen, Silvesterabend. Und danach, er läuft, Vase fällt um, Tisch fällt runter. Er sagt, Mama, ich sehe nichts, aber mit 15 Uhr. 15 Jahre, guck mal, ich krieg Gänsehaut, Bruder, Alter. 15 Jahre blind, mit 15 Jahren, 1000 Mal beim Arzt, Operation, seine Mutter, die Arme, so eine Löwin, die hat... Bruder, weißt du, was die Mutter durchmacht? Du weißt doch, unsere Mütter alle, egal ob wir 30 sind, Multimillionäre oder wir sind stark, am Ende sind wir immer noch die Kleinen von unseren Müttern, weißt du? Mhm. Und am Ende des Tages, er ist blind geworden auf beiden Augen. Aber guck mal jetzt, was ich dir sage. Es gibt ein Happy End, Bruder. Ich kenne keinen stärkeren Jungen als der, Bruder. Der ist blind, er sieht nichts, Bruder. Wenn du den siehst, bei Gott, denkst du dir, alle, was für Probleme habe ich, Alter. Er lacht. Er ist intelligent, er wohnt alleine. Und weißt du, was das Krasseste ist? Er ist ein überkrasser Künstler. Geil, Alter. Wie heißt der? Fokus? Fokus. Gibt es den bei YouTube auch schon? Ja, normal, oder? Fokus. Der hat schon viele Videos raus und so. Er macht alles alleine, Bruder. Geil, Alter. Und mit dem bin ich jetzt. Zumindest ziehe ich mir direkt rein, wenn wir fertig sind. Er hat viel mehr Respekt für den. Viele Leute kennen den noch nicht, Bruder, so. Aber das muss ja schon, wenn du das schon sagst, ist geil. Er ist mein Bruder, Alter. Ist so, Bruder. Wir arbeiten auch musikalisch zusammen, Bruder. Er hat mir wieder diese Lust gegeben, Musik zu machen, Bruder. Ist geil, Alter. Voll schön, Mann. Übertrieben, Bruder. Und check Fokus ab, Alter. Normal Fokus, ihr wisst Bescheid. Ich selber jetzt nochmal abchecken, ja, aber. Check dir auf jeden Fall. Vertrau dir auf jeden Fall. Vielleicht sitzt du da irgendwann mal hier. Und der Junge, geil, wenn du mit dem redest, Bruder. Guter Trichter, Digga. Wirklich, und dieser Typ, guck mal, in Rap, es gab alles im Rap. Aber es gab noch nie einen blinden Jungen, der gut aussieht, der deutsch ist und krass Rap, Bruder.
Rap wirklich geil. Ich war mit vielen Leuten im Studio, auch gestern jetzt mit Samra, waren 4, 5 Leute im Studio. Aber so, was er macht, er kann ja nicht lesen. Der liebe Gott hat sein Ohr und sein Gehirn. Der kann sich voll drauf konzentrieren, ne? Der spürt das vielleicht auch viel mehr, diese Melodien und so. Bruder, ich sag dir, der ist zu krass. Er catcht den Vibe, Bruder. Er schreibt den Text im Kopf. Warte mal, wer war noch blind von Pianisten? Stevie Wonder, Beethoven oder so. Beethoven oder einer von den Pianisten war... Das kann sein, Bruder. Das nicht taub, Dicker. Glaube ich sogar. Ja, Mann. Beethoven war taub. Ja, Digga, der hat die komponiert, ohne zu hören. Das war Hammer, krass. Weißt du, was ich meine so? Krass. Man sagt, der liebe Gott, der nimmt dir dein Augenlicht, Bruder. Aber dieses Ohr, was er hat, Bruder. Und ich werde auch in Zukunft, wie gesagt, ich supporte ihn auf jeden Fall. Das ist auch eine Herzensangelegenheit von mir so. Und der ist seit Tag 1, seit 5 Jahren immer mit mir an der Seite. Und Foxy, auf jeden ist Fall, check dich. Ist er denn, machst du vielleicht dann auch ein eigenes Label oder irgendwas oder so? Oder bringst du den dann zu Aslax oder versuchst du den irgendwo anders unterzubringen? Oder? Der ist eigen, Bruder. Das ist ein krasser Künstler. Ich helfe ihm so, wie ich kann, Bruder. Ah, okay. Rap-Update. Bruder, ich will, bei uns ist es so, der ist mein Bruder, mein kleiner Bruder. So. Das ist für mich so die Pflicht, mit ihm so ein bisschen, also ihn ein bisschen an die Hand zu nehmen, Bruder. Weißt du, auch die ganzen Jungs, meine Jungs kennen den alle. Er hat sich gut eingelebt, Bruderherz. Weißt du, was ich meine? Aber sein Leben ist Musik, Bruder. Und ich versuche natürlich das, was in meiner Macht steht, mal gucken. Wenn die Platte durch die Decke geht, wenn ich jetzt langsam wieder am Start bin, Bruder, dann gibt's auch wieder, dass ich mal 1, 2, sag ich mal, Räder zum Rollen bringe und den irgendwie unterstütze, so, weißt du? Wieso nicht, Bruder? Du hast schon viel Definitiv. Erfahrung, du hast ja, gute Mann. Werte am Start, so, weißt du? Das Wichtigste ist, er ist ein krasser Künstler und er hat eine krasse Persönlichkeit. Mhm. Weil seine Geschichte, er kommt nicht aus dem Ghetto, ey, ich hab deine Tonne verkauft. Er kommt aus einer, er hat eine krasse Story, Bruder. Das ist halt schön, auch mal was mit Tiefgang so. Schön, mein Bruder. Bisschen und mit Input so. Genau, Bruder. Der ist bis zum 15. Lebensjahr, konnte er sehen und dann kann er nichts mehr sehen, Bruder. Das ist halt krass, Bro. Und weißt du, wie witzig der ist, Bruder? Also ich sag dir ganz ehrlich, für mich steht eigentlich schon fest, dass ich ihn gerne hier sitzen haben möchte. 100%, Bruder. Fokus, Allah. Allein die Story so. Du wirst ihn lieben, Bruder. Jetzt. Weil ich bin auch jetzt, zweite Staffel ist bei mir darauf ausgelegt, mit Menschen zu sitzen, wo ich noch selber was lernen kann und wo ich so einfach neue Menschen so, weißt du? Ja, wo man einfach mal reinhört, was geht bei dir ab so. Muss nicht unbedingt Rapper sein, muss nicht unbedingt jetzt Millionen Streams liefern oder so. Nein, aber es gibt Geschichten von Menschen, die haben nur 2 Abonnenten oder nicht mal überhaupt Follower so. Ernst, ja. Und die sind aber krass, die muss man hören, die müssen in die Öffentlichkeit raus. So. Die müssen raus, du sagst es, Alter. Und das gibt's viel zu wenig, Alter. Hier dominieren nur die Klicks, Alter. Das fuckt mich so ab. Das dominiert, da sind Leute, Bruder, wer will dich sehen, Lando? Verstehst du, was ich meine? Die quetschen sich rein, alle, eklig. Stories, 2000 Stories hintereinander. Ich hab nächste Woche neues Lied, nächste Woche kommt alle, du stinkst drum, du kannst nicht, Bruder. Verstehst du, Bruder? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme mit 6 Songs, beispielsweise, ich habe 6 Videos gemacht, 6 Videoauskopplungen. Ich weiß, das bin ich darf das, ich rap schon etwas länger, Bruder. Und ich weiß, ich komme mit diesen 6 Songs und da werde ich die Herzen kriegen von den Fans. Aber die Leute, die machen 60 Songs, alle, natürlich hat er irgendwann mal 1 Million Abonnenten, oder? Wenn er 24 Stunden lang am Start ist. Irgendwann mal knallt ein Song. Verstehst du? Aber dass man so dieses Aufdringliche. Und dieser Junge ist nicht aufdringlich, der blinde Junge. Der aller Bruder, der ist ein krasser Typ, Alter. Fokus. Der kommt morgen hierher, Mann. Der kommt hierher. Chill, kommt er morgen nach Berlin? Ja, morgen kommt er nach Berlin wahrscheinlich, ja. Ist dein Ernst? Ja, er sieht gar nichts. Wie lange bleibt er? So 1, 2 Tage, machen wir gute Zeit, geben was essen, ein bisschen chillen, ein bisschen. Der mag so ein paar gute Ecken hier. Ich überlege gerade, ob wir dann direkt eine Folge aufnehmen. Sehr gerne, Bruder, weil der Junge, der kann reden, Bruder. Der Junge, der ist ein... Bruder. Muss ich mit Umut gleich nochmal abchecken. Weißt du, was die Sache ist bei diesem Typen, Bruder? Weißt du, was die Sache bei dem Typen ist? Er ist echt, Bruder. Ich bin fast 24... Wenn ich ihn nicht sehe, dann höre ich den, Bruder. Weil er ist echt. Seine Gefühle sind echt. Was er sagt, ist echt. Er sieht nicht. Er manipuliert nicht. Er ist echt, Bruder. Verstehst du? Und das ist mein Freund, Bruder. Und immer, er gibt mir viel Kraft, Bruder. Ich gucke den manchmal an und der baut mich auf und sagt, ey, Emmo. Manchmal bin ich so abgefuckt, Alter. So 1000 Sachen. Ey, Emmo, was ist los mit dir, Alter? Willst du mich verarschen, Bruder? Alles ist cool, Mann. So, als Kleiner. Krass. Alter, du bist der Emmo, Mann. Du bist der Motherfucker, Alter. Geil. So ein Typ bist du. Geiler Typ, Mann. Ja, Mann. Geil. Foxy, mein Brother. Dimo Rock sieht aus wie der Sänger Arash. Welches? Hab ich gegoogelt, Bruder, du siehst ihm ehrlich ähnlich. Alter, hör auf, Bruder. Warte. Aber... Nicht, dass irgend so ein Schmock ist, Alter. Irgend so ein... Wer ist Arash, Alter? Arash ist, glaube ich, ein iranischer Name, ne? Übertreibt doch nicht, Bruder. Ja, Bro. Der ist auch hübsch, Bruder. Aber ist jetzt nicht 1:1, aber du weißt doch. Ja, zeig mal die Kamera. Ey, kann man das sehen? Der ist auf jeden Fall Gigo, Alter, auf jeden Fall. Aber ich bin bestimmt stabiler als er. Guck mal, das hat gar keine Schulter, Bruder. Kein Nacken, Bruder. Gar nichts, Alter. Kennst du gar nicht, wa? Doch, Arash, Alter. Normal, der hat doch mal so ein Lied gemacht, so ein bekanntes Lied. Ich kenn ihn nicht, Bruder. Das aber lange her ist es. Du sollte rappen lassen und Schauspieler werden. Ja. Schon mal mit den Gedanken gespielt? Schauspieler? Hm? Könnte ich auf jeden Fall machen, Alter, Schauspieler.
Schon mal was in so eine Richtung irgendwas gemacht? Ich habe mal so vor langer Zeit bei Carsten Stahl so eine, so, kennst du noch Carsten Stahl? Yeah. Ja, da habe ich mal so eine. War das nicht Security oder so? Der war doch irgendwie, ja, Detektiv oder so, ne? Detektiv und danach irgendwie, die, ich bin Rapper, die haben mich angegriffen, die wollen mich wegmachen und danach, ich muss den rufen, einfach Show. Echt? Dann hast du da mitgemacht, oder? Dann habe ich gesagt, was ist das für ein Drehbuch, dann, Alter? Ich, ja, das müssen wir so machen, dann kommt er so, rettet mich. Aber war lustig, war lustig. Aber Sonic war auch dabei, vor Jahren war das, 5, 6 Jahre oder so, Alter. Und da mal in die Richtung wieder was anzugreifen? So? Normal, ich meine, wird ja immer mehr jetzt gerade. Skylines ist rausgekommen, 4 ja. Blocks. Aber bei Bruder. Skylines muss Dogs ich sagen, muss ich auch da einen kleinen Diss rausleihen. Skyline, Bruder, das ist, alle, die haben Frankfurt, weißt du, die haben die krasseste Location überhaupt in Europa, Bruder. Frankfurt, Stadt der Banken, Stadt der Kriminalität, Bruder. Und dann haben die haben das nicht fresh gemacht, Bruder. Die müssten, die 4 Blocks beispielsweise war krass. 4 Blocks mit Massiv. Auch mit diesen Großfamilien, es hat so ein bisschen die Struktur, so diese Mafia-Struktur, man konnte ein bisschen rausgehen. Ich fand das richtig geil, Bruder. Geil, oder? 4 Blocks war für mich die ultimative, endlich, die ultimative Deutsch-Gangster, endlich mal auf Deutsch. Fandest du es gut? 4 Blocks? Nein, Skyline. Nee, ich habe jetzt von 4 Blocks gesprochen. 4 Blocks war Baba. Das war für mich ultimativ. So. Das Einzige, was sie machen könnten, Bruder, ist, alles war perfekt so mit dieser Familie, so. Das Einzigste, was noch so dieses i-Tüpfelchen gegeben hätte, hätten die Blackberries benutzt oder Sky. Weil die haben gesagt, ey, Bruder, zu viel am Telefon. Und hier, du gehst direkt unter. iPhone. Hätten die so mit Sky so ein Kryptophon? Guckt es zum Beispiel 3.0 Rap, Bruder. Ein Rapper, wir rappen tiefgründig beispielsweise. Es gibt Rapper, die rappen, ja, ich habe 5 Kilo Koks im Kofferraum. Und zwei, Bruder. Es gibt nicht mehr Telefon. Und du weißt halt genau, wie es abgeht, ne? Verstehst du, was ich meine? Du bist tief ins Detail. Und hätten wir noch dieses, zum Beispiel Mokromafia ist eine Serie, eine holländische Serie, wahre Begebenheit, sind 15 Leute gestorben. Da ging es um eine Tonne Kokain. Frisch, 2, 3 Jahre, und die haben das verfilmt, Bruder. Das ist eine Serie. Musst du dir reinziehen. Mokromafia. Mein letztes Album hieß Mokro. Mokromafia? Zu krass, Bruder. Da geht's wirklich eine wahre Netflix Begebenheit. Netflix oder gibt's das woanders? Wo muss ich mir das reinziehen? Nicht auf Netflix. Gib es mal in Google ein, Mokromafia. Okay. Bitte guck dir das an. Die erste Szene fickt. Wenn ich Society, Vatos Locos. Was? Zu krass, okay, das ist ein Klassiker. Oder das ist jetzt eine Neuzeit. Okay. Neuzeit. Siehst du kleine Jungs auf dem Roller, wirklich authentisch. Zieh mir das rein. Was geht ab? Buff, Molotov, Ding in Auto rein, der Knall, alle, geil, gib dir das mal. Also, das hat dir noch ein bisschen gefehlt, so dieses bisschen mehr Insider-Wissen. Das ist mehr diese Mafia-Faxen. Aber sonst, eine geile Serie, geile Schauspieler, alle. Ich muss sagen, bei Skylines fand ich geil den Rapper, den Künstler. Ich fand den Typen irgendwie krass. Nein, den Rapper, Digga, diesen einen Rapper, um den es ging so. Ja, der das Label auch. Der sah auch gut aus. Der war so charismatisch, groß, aber breit. Aber der konnte nicht rappen. Oder? Konnte nicht so gut rappen, aber der stand so geil da irgendwie. Ah, gut, ich fand so seine. Auch hübscher Mann, muss man sagen. Ja. So markantes Gesicht und so. Gibt's nicht so viel in Deutschrap, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Die so ähnlich dastehen. Markant, schön, freshes Gesicht, schön männlich, Bruder. Weißt du, was ich meine? Nicht so? Schwer, gell? Gibt's eigentlich gar keinen. Also aktuell nicht mehr so viel, Bruder. Gibt's keine großen Dings. Nee, aber wie gesagt, der Typ war cool, aber halt sein Rap, Alter. Du bist ein Frankfurter, hol einen Haftbefehl rein. Ja. Weißt du, was ich meine? Versuch einen Haftbefehl zu kriegen. Dass er, wenn der Haft mitspielen würde, Bruder, wäre das Ding durch die Decke gegangen. Das wäre authentisch, weißt du, zum Anfassen. Ich weiß nicht warum, mich hat die Serie gecatcht, Bruder. Also mich hat die wirklich gecatcht. Ich fand die geil, ich fand die Story geil. Ich fand's auch geil. Ja, du bist tiefer drin. So. Ja, aber ich freue mich, wenn es in Frankfurt läuft und geil. Aber ich finde, alle, das hätten die noch viel besser machen können. Verstehst du, was ich meine? Das und das hätten die so gemacht. Aber am Ende des Tages ist es auch nur ein Film, Bruder. Mal ja, am Ende des Tages muss halt, glaube ich, jemand aus unserer Szene raus, der Director auch sein. Also sagen, jemand von uns muss das machen. Bruder, so wie damals Ice Cube, Bruder, der dann einfach Friday gemacht hat oder Friday After Next und diese ganzen Filme dann gemacht hat. So muss einen auch aus der deutschen Szene geben, genau, der selber Filme macht. Genau, vor Ort und dann die richtigen Gangstergeschichten erzählt. So authentisch, Bruder. Authentisch. Das ist auch diese, sag ich mal, dieses höhere Klientel. Die älteren Leute sagen, oh, geiles Video. Die wirklich real sind, die sich das angucken. Und das fand ich halt bei 4 Blocks geil, weil da hat man wirklich gemerkt, dass die Jungs auch einen Einfluss hatten noch. Massiv, Wesel und so, die haben denen teilweise gesagt, ey, so läuft nicht, lass das mal so machen. Die haben so, auch ein bisschen mitgeredet. Ja, die haben schon, das ist gut, Bruder. Das hat man auch gespürt, finde ich so. Ja, hat man schon gemerkt. Das war schon ein Riesenunterschied zu Dogs of Berlin zum Beispiel. Dogs of Berlin wäre, weißt du, was ich sage zu Dogs of Berlin? Coole Serie, aber die Realness von 4 Blocks war größer und stärker. So. Ja. Das war diese Fußball. Ich bin auch so mit dem Gedanken her. Diese eine Bulle da, was weiß ich, was er da gemacht hat. Alter. Das war mir zu Tatort-Style. Bravo. Weißt du, was ich meine? Da ist eine Leiche, da kommt da mit Baby, Alter. Das war so deutsch irgendwie. Ja, aber 4 Blocks so, Wallah, Habibi, du Hund. So, Perspektive schön aus den Kanacken so. Wesel 24 Stunden lang. Was ist los, dann? Aber der hat seine Rolle richtig killer gespielt, Digga. Wesel, Bruder. Schöne Grüße an Wesel auf jeden Fall. Safe. Der hat richtig, viele Leute, manche Leute sagen mir, ich sehe den ähnlich, Bruder. Weißt du? Ja, nein, wenn ich von unten nicht so Stories mache, dann sehe ich den anscheinend ähnlich. Ja, das kann sein, aber so. Gar nicht, ne? Nee, Alter, gar nicht, Alter. No Hate, aber wieso bringt der immer noch ein Album? Er kann doch einfach Singles, Spam, YouTube, Spotify etc. das Game Man ins Rollen bringen und dann ein Album raushauen.
Da ist jemand aus der, anscheinend ein... Ein Kenner, ein Kenner aus der Musikindustrie, der sich mal hingesetzt hat und einen YouTube-Kommentar geschrieben hat. Er hatte auf jeden Fall recht, Alter. Aber so bin ich auch vorgegangen diesmal. Es kommen erstmal dick Singles raus, das Album kommt ja... Hast du vorhin gesagt, sechste Single hast du eben vorhin gesagt. Sechste genau. Video eine kommt dann abgedreht. Haschmillionär. Und dann, wenn dieses... Wann kommt das Interview raus eigentlich? Sonntag. Also die Single kommt am Freitag und das Video kommt Sonntag. Okay, gut, da können wir eigentlich erzählen. Haschmillionär kannst du erzählen, Bruder, ist schon draußen. Ja, Haschmillionär auf jeden Fall. Ihr werdet auf jeden Fall Flash kriegen. Nein, was ich sagen will, danach kommen noch zwei, wenn ich das schaffe, mit den zwei, mit Haft und Flair ist eigentlich jetzt noch im Gespräch, dass wir ein Video drehen. Also wollen wir alle? Muss. Also das wäre so ein Mammut-Rap, Bruder. Es sind drei verschiedene Kategorien. Ich glaube auch sehr wichtig, auch für dich. So, dadurch kannst du auch nochmal eine neue Reichweite noch generieren. So, das ist ein guter Move für dich. Muss man das Kind beim Namen nennen. Das ist sehr wichtig, dass man auch die Reichweite hat von den Jungs, sage ich mal. Aber trotzdem, so meine Schiene bleibe ich treu. Ich rap aggressiv. Keiner von uns benutzt Autotune, Bruder. Haft rap wie 2011, 2012, Bruder. Und der Flair, sein Part habe ich schon nicht gehört, aber der Flair macht es schon auf jeden Fall. Und da muss ein Video her, Bruder. Weil da werden auf jeden Fall einige Leute dumm aus der Wäsche gucken. Und ich weiß auch, dass dieses Rap, dieses harte Rap, Bruder, Rap, so wie wir rappen damals, wie wir gerappt haben, Bruder, wir haben uns Mühe gegeben, Bruder. Wir haben auf Reime geachtet, wir haben auf Flow geachtet, Bruder. Wir haben uns wirklich, heute bin ich auch so und guck, ey, reimt sich das? Kann ich das so machen? Verstehst du, heute die Leute hauen raus, Hauptsache die Mello ist da, dann wiederholen die, Banana, 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 dieses Trip, Bruder, Bruder, Bruder. Was ist das, Digga, Alter? Also meiner Meinung nach, das ist keine Musik für mich. Da muss ich dir 100% recht geben, Bruder, weil... Ich weiß, die Leute, ich habe das schon öfters erwähnt, aber ich bin jetzt zum Beispiel, ich mache seit 2 Jahren Musik, Bruder. Du auch? Ich mache seit 2 Jahren Musik. Hörst du? Ja, ich singe auch und so einen Scheiß. Bruder. Aber ich mache das, ich habe noch nichts veröffentlicht oder so. Weil du bist doch nicht so weit. Denkst, ich nein, ich brauche Zeit, Bro. Ja. Ich muss mich doch erstmal, ich muss doch Musik erstmal kennen. Weißt du, ich meine, ich habe doch einen Anspruch an mich selber. Ich muss doch erstmal gut werden, so. Vielleicht werde ich am Ende gar nicht gut. Finde ich gut, Bruder. Weißt du, was ich meine? Dass du erstmal abwartest, dass du dich erstmal auf Topform bringst. Bruder, ich mache sogar Gesangsunterricht, Bruder, jetzt. Ich mache Logic und so. Ich versuche mich da mit dem Programm produzieren, ein bisschen mich auszukennen, dies, das. Wie mache ich meine Stimme? Wie nehme ich mich selber auf und so Sachen? Also optisch ist schon auf jeden Fall fresher, Alter. Du könntest auf jeden Fall so ein Kani werden, Alter. Ja, ich weiß ja nicht, was für Musik du machst, Alter. Ja. Nee, ich sag nur, was ich nur sagen wollte, ist dieser Anspruch, den ich habe. So. Ich will, so wie du gesagt hast, ich will erstmal lernen und dann machen. Mich fucken diese YouTuber ab, Bruder, die einfach so einen Song raushauen. Von Seite kommen. Tut mir leid, Bruder, ich bin selber ein YouTuber, so, weißt du, aber mich fuckt das ab, Bruder, weil, Bro, das ist Musik, du kannst nicht das wie Dreck behandeln. Darf ich dir kurz was sagen? Du musst das lernen, du kannst das, das ist kein T-Shirt so, du kannst dich nicht rausbringen wie ein T-Shirt so. Ich häng dich da rein, so, mach nicht irgendeinen Dreck, Bruder. Ja. So fickst du mich doch auch. Wenn ich jetzt Musik machen will, bin ich gefickt, Bruder, weil alle sagen, YouTuber, die Musik machen, sind schwul. Das hast du auf richtig gut auf die 12 getroffen. Ich sag dir auch selber, auch die Charts, Bruder. Heutzutage, ich glaube, Kulzawasch hat es mal gesagt. Er sagt, Bruder, das kann doch nicht sein, dass ein YouTuber, Bruder, hat nichts mit der Musik zu tun, geht auf 1, ein Kulzawasch geht auf 10, aber King of Rap, Bruder. Verstehst du, Bruder, diese Manipulation mit Klicks und die haben diese Fanbase, die sammeln und sammeln, die haben nichts zu tun, 24 Stunden nur am... Verstehst du, was ich meine? Ich sag so, wenn dieser Künstler aber gut ist, dann ist es okay. Wenn er was kann? Dann ist für mich okay. Einen, Bruder, super. So. Aber wenn du nichts kannst und machst einen auf Rapper und versuchst irgendwie durch deine Followeranzahl irgendwelche Leute an dich zu reißen und irgendwelchen Hype zu generieren, der künstlich ist, Bruder, ohne Kunst, ohne Können, ohne nichts, Digga, geh auf die Seite, Alter. Mhm. Wenn du jetzt sagst, Bruder, guck mal, das, was du jetzt gerade sagst, ich will auch Musik, ich mache Musik seit 2-3 Jahren, ich versuche meinen Style zu finden, ich versuche krass zu werden und wenn es soweit ist, wo ich sage, okay, Bro, Alter, jetzt bin ich bereit, jetzt bringe ich eine Single raus. Dann mache ich das. Verstehst du, Bruder? Das hat nichts mehr mit Musik zu tun, Bro. Ich komme ja aus dieser Zeit, aus dieser Ära, du weißt ja, haben wir vorhin auch drüber geredet, so Ami-Rap, Pac, Biggie, dann alles, später. Du hast die ganze Schule mitgemacht eigentlich. Alles und dann komplett deutsch auch nochmal alles aufgesaugt. Jetzt könntest du eigentlich einen Song raushauen, Alter. Ja, wenn er geil ist, Bruder. Wenn aber er diesen Ansprüchen gerecht wird. Ein bisschen oder was ist dein Flash? So ein bisschen Autotune? Oder bist du, Bro, ich, wie gesagt, ich kann es noch gar nicht definieren, auf eine Sache runter definieren, weil ich teste mich gerade überall, Bruder. Also ich singe auch, weißt du? Wirklich singen. So. Ohne Tuning. Ohne Autotune nichts. Sehr nice. Sing mal was, Bruder. Nein. Bruder, Alter, das ist ein Künstler, muss direkt losschießen, wenn du mir sagst, ich rap, Alter. Ich weiß. Nein, aber nicht. Du weißt doch, Bruder, ich mach das im Stillen, Bruder. Ich weiß. Haftalbum kommt noch dieses Jahr. Haft ist zu krass. Haft ist schon fertig. Der Haft ist ein Magier, Bruder. Weißt du, was ich meine? Haft ist... lass den einfach. Wenn er kommt, dann kommt er. Du musst ihn einfach nur lassen, weil wenn man den drückt und den jagt, dann hat er keinen Bock. Den musst du einfach nur lassen, Bruder. Weißt du? Und wenn er, bei ihm ist es so, wenn er ins Studio kommt, er ist eine Stunde im Studio, macht 5 Songs, Bruder. So einer ist es.
Er reißt direkt ab so. Und ich weiß, wenn er kommt mit seinen Sachen, Alter, das ist krass, seine Features. Auch die Songs hören sich ganz anders an. Das ist wieder eine ganz andere Welt. Ich bin voll gespannt, Jo. Das ist eine andere Welt, Bruder. Er darf die eigenen Regeln aufstellen. Ich hab gedacht, vielleicht kann ich aus dir was rauslocken mit dem Statement, so, dass du sagst, was ja, du? Nein, keine Ahnung. Der ist fertig, Bruder. Kommt das noch dieses Jahr? Jetzt wird nur die Bombe geplant die ganze Zeit, Bruder. Ja, siehst du. Wir wollen jetzt nur wissen, was machen wir jetzt kaputt, Europa oder nur Deutschland? Laserschwein. Kein Atom. Ich kann mich an eine Sache erinnern, ich weiß nicht, ob ich das ansprechen kann, darf, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass damals auf dem Splash ein Gucci Mane Feature entstanden ist, Bruder. So. Was sagt der Mann? Ich hab mich bedeckt, Alter. Da kann ich da nicht reden, ich muss eine Anzeige kriegen oder sowas. Ich war da, Bruder. Auf jeden Fall krasse Features. Also Features sind da. Das sind auf jeden Fall sehr krasse Features. Ich bin gespannt. Und ich will nicht so viel verraten. Nein, oder? Bruder, wenn dann. Ich hoffe, dass er auch Bock hat auf ein Interview, so, dann werde ich ihn selber fragen. So, ja. Man muss so viel Glück haben, Bruder, erzählt. Ja? Ja, Bruder, muss ihn jagen, Alter. Muss ins Studio kommen oder vor seiner Haustür warten. Das heißt noch, wo ich ein Millionär-Interview gemacht habe, hat Haft auch zufälligerweise angerufen. Da war der gerade in Istanbul. Der hat gesagt, wir machen auf jeden Fall. Komm jetzt hierher. Wenn er sagt, jetzt komm, dann musst du gehen. 20 Minuten später, du siehst ihn nicht. Weißt ja, ne? Ja, ist voll schwer, gehen. Da Termin zu machen und so, wa? Er hat viel zu tun auch. Der hat auch seine eigenen Sachen, weißt du, was ich meine? Und sein Album ist auf jeden Fall ein Mehrwert, sag ich mal jetzt, für Deutschrap generell. Weil es ist immer so, sag ich mal, die gleiche Richtung so ein bisschen. Mhm. Es sind immer so die gleichen Verdächtigen, sag ich mal. Er kommt wieder mit so einer ganz anderen Welle. Ich denke, das ist auch dann ein Vorteil für uns Rapper, Street-Rapper. Für die, die von der Straße kommen, sag ich mal, die andere Werte noch haben, die alten Werte, die wir die ganze Zeit angesprochen haben. Weißt du, ich meine, Straße, diese Wortwahl, die er trifft, verstehst du? Erwachsener Mann, mittlerweile auch Frau, Kind, dies, ja, das, bla, der trifft Kinder, ganz andere zwei Werte. Zwei Kinder. Ja. Ich bin gespannt, von meiner Seite auf jeden Fall von Herzen eingeladen. Aykut Can Allah, auf jeden Fall. Aykut, wenn du Bock hast, so komm vorbei, Haftbefehl. Ich hätte Bock auf jeden Fall ein Interview mit dir zu machen, so, weil vor allen Dingen, ja, krasse Phasen gehabt mit seiner Mucke damals. Ja, Mann, krasse Phasen gehabt, Bruder. Und die Leute vermissen den auch, ja? Ja, die Leute, Bruder, ich höre seine Alben immer noch. Aslak Stereotyp läuft bei mir im Gym, Bruder. Also, ja, wenn ich pumpen gehe. 13,50 für ein Kilo Haschnugger Preiser Sahbe. Ich liebe meine Stadt, Bruder. Ja. Das ist doch nicht normal. Genau, der ist was das für ein Autotune, was für ein. Verstehst du, Bruder? Ich schwör's dir, Digga. Also, ich bin gerade wieder am Pumpen, Haftbefehl und Kurdo, Bruder. Kurdo pumpe ich auch gerade wieder, die alten aber. Ja, diese Enkling. Wer heißt der? Elfter Stocksound. Elfter Stocksound, genau. Ja, Bruder, es war noch Musik, Alter. Das hat Spaß gemacht. Digga. Das war noch real, das konntest du anfassen, Bruder. Im Jera habe ich das auf Tollwut. Bruder, das sind so Lines, Digga, das sind so Sachen, die werden so heute gar nicht mehr angesprochen, Bruder, leider. Seit wann kann man sich ein Roos-Interview kaufen? Und bitte vergleich dich nicht mit Eazy-E, Junge. Du musst nächstes Mal den Namen da runterschreiben. Ja, damit du den auch beleidigen kannst. Du musst dein Ohr ziehen, Alter. Dein Ohr ziehen, Alter. Ich muss dir mal den Kofferraum stecken, Alter. Was war mit Eazy-E? Du hast zwei, dreimal gesagt, so, ich bin Eazy-E. Nein, weil du gesagt, Dings, wie bist du, also wie hast du mit Rap angefangen und was weiß ich. Ich sag, ich bin von der Seite gekommen einfach. Weißt du, was ich meine? Eazy-E-mäßig, ja, Bruder. Digga, ich hab Sachen zu dir gesagt, rap mal das, was du machst. Okay, ich mach das. Ja. Verstehst du? Dann, ich hab auch kein ADS, Bruder. Ich bin ein Mensch, wie gesagt, ich hab kein ADS. Ich mach das, was ich kann und ich weiß, ich kann was. Und ich brauche dann nicht auf irgendwelchen Partys rumzuhampeln, irgendwelche Uhren zu zeigen, das brauche ich alles nicht. Also auf diesem Level bin ich nicht, Bruder. Die Leute, die mich kennen mich, die kennen meine Kunst, die wissen, was ich drauf habe, Bruder. Und es gibt keinen in Deutschland, sage ich, in der Rap-Szene, der mir was sagen kann, so rap-technisch. Das ist authentisch. Mehr geht nicht. Also ich weiß, das Einzige, was noch fehlt, ich muss eine Handgranate werfen. Verstehst du auch schon, mein Bruder? Das haben wir auch so mit Druck, haben wir das auch gezeigt. Ist eigentlich so, arbeitet man eigentlich als Rapper nach Jahren dann immer noch an seinen Skills, so Rap-Skills, dies, das, 24 also machst du, wie kann man sich das vorstellen? So? Jeden Tag, also du stehst auf, ich höre ein Beat, das ist ganz normal, ganz normal. Oh, was habe ich gestern aufgenommen, ich muss das nochmal hören, soll ich das nochmal anders machen? Das ist ganz normal, das ist in deinem Blut. Sobald du die erste Kippe anmachst und einen Cortado trinkst, übrigens mein Album heißt Cortado, Alter. Du hast mich gar nicht gefragt, was Cortado heißt, Alter. Ich habe das halt komplett im Roos-Interview. Nee, ich habe das komplett im Roos-Interview schon aufgesaugt, Bruder. Ich will nicht immer so diese doppelten Sachen. Du willst von anderer Seite kommen. Ja, ich will dann nicht das gleiche nochmal besprechen. So. Aber ich weiß, Cortado, diese schwarz-weiß, Bruder. Auf jeden Fall, genau, diese Kaffee. Und diese geile Metapher aber auch mit dem Schnitt und so. Ich weiß das, Bruder. Nicht, dass du denkst, ich informiere mich nicht. Das ist dein Herz, Bruder. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also Musik ist 24. Es geht um alles hier gerade, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Das ist kein Kinderspiel. Wir wollen nicht spielen, wir wollen arbeiten, wir wollen Erfolg haben, wir wollen nach vorne. Erfolg ist für mich, dass die Leute mir den Respekt geben, den ich verdiene, Alter. Verstehst du, was ich meine? Stabil, Bruder. Man tut immer so viel für Leute, für Künstler. Ich hab dir ja gesagt, wenn du mit jemandem gut bist, ich gebe direkt mein ganzes Herz. Aber dabei hat er eigentlich schon eine Backpfeife verdient. Verstehst du, was ich meine? Ich bin aber auch so einer, der immer all in ist am Anfang. Wenn ich Menschen kennenlerne, erstmal all in so. Ich gebe einem Menschen auch immer erstmal alles so. Ja. Wenn er mich dann enttäuscht, nehme ich es halt wieder weg so. Einfach, Abschalt. Ja. Die Bombe ist bestimmt Feed mit 6ix9ine.
Nee, leider nicht. Das ist ein V-Mann, der ist auch V-Mann. Der ist richtig 31er. Chivato, ja, alle. 31er. Der ist einer von den Kandidaten, wo wir vorhin gesagt haben, der auf hart machen wollte und sich deswegen Leute gesucht hat. Der ist jetzt und jetzt. Alter, was will der machen? Nee, der kommt jetzt raus, ne? Ja, aber auf Paranoias, Bruder. Dieser Platz ist nicht hier wie hier, Dings. Einzelkampf, Nasenbluten. Der nimmt dich direkt mit in die Hölle, Alter. Mhm. Und da hat bestimmt riesen Angst. Mhm. Hat er lieber Schlagermusik gemacht. Dann erzähl mir jetzt, was war die Bombe, die du da im Interview bei Roos angesprochen hattest mit dem Feature? Es gibt. Feature? Ja, du hattest im Roos-Interview, habt ihr kurz über ein Feature geredet, da hast du gesagt, aber die Bombe kann ich noch nicht platzen lassen. Ja, weil die noch nicht sicher ist. Weil ich noch nicht hitzen darf. Aber wie lange war das her, Bruder? Das Interview kam mir sofort, als ob es schon vor 3-4 Monaten war, oder? Das Interview war nicht lange her, 3 Wochen, glaube ich. Ah, okay. Ja. Kannst du immer noch nicht verraten? Nein, weil wir immer noch gerade operieren. Immer noch dran? Operieren immer noch. Aber es ist irgendwas Internationales bestimmt, ne? Nein, nix. Ich bin erstmal hier in der Hut, erstmal mit dem Album. Okay. Es geht dir erstmal nur um Hallo zu sagen. Okay. Letztes Statement, Bruder. Schämst du dich nicht, wenn du mit fast 40 noch auf Krampf die Gangsterschiene fährst? Bruder, guck mal, das ist bestimmt so ein 14-Jähriger, der das schreibt, Bruder. Weißt du, was ich meine? Entweder man hat es im Blut, wie man ist, oder nicht. Aber verstehst du, ich bin sehr schlechter Schauspieler. Weißt du, was ich meine? Ich kann das gar nicht. Ich bin einfach so, wo ich bin, Bruder, und das versuche ich aufs Blatt zu bringen und versuche es den Leuten über meine Kunst zu vermitteln. Weißt du, was ich meine? Krampfhaft schon mal gar nicht, Alter. Nein, Bruder. Das ist Internet. Yeah. Internet versus du. Bruder, yeah. Internet ist behindert. Yeah. Ich gucke mir gar keine Kommentare an, glaubst du mir? Das interessiert echt, mich gar nicht. Ich gucke nur diese Dislike-Button, okay. 4% haben Upturn auf mich. Es geht. Also, der Song, der jetzt rausgekommen ist, da war auch die Bewertung war super, Bruder. Top. Respekt von allen Seiten. Natürlich ist jetzt kein Lali Liu und keine 16-jährigen Tanga-Mädchen im Videoclip, Alkohol und so. Ist nicht mein Ding. Auf die Kacke hauen, Bruder, nach vorne. Und die Leute, die das gehört haben, die haben das gefeiert. Weil das ist Rap. Da reimt sich alles, Bruder. Da gibt's kein Li und ha, ja, ho. 5 Minuten Autotüren laufen lassen. Verstehst du? Es ist einfach nur Rap. So wie wir es gewohnt sind und es wird wieder zurückkommen. Weißt du warum? Weil das ist. Das ist Musik, Bruder. Das ist die Arbeit, die dahinter steckt, so. Meiner Meinung. Safe, Bro. Und ich weiß auch, dass es kommt ja auch gerade wieder. Definitiv. Also, und es ist vor allen Dingen auch nicht kleiner geworden. Man darf halt das nicht vergleichen, so. Weißt du, was ich meine? So, diesen Vergleich machen viele, dass die sagen, ja, okay, jetzt nur noch Autotune und nur noch dies, das, blablabla. Aber dadurch, dass es die Leute gibt, ist auch der Street-Rap größer geworden. Auch der, das stimmt. Der Underground. Die Zuhörer sind weil größer, Zuhörer sind mehr geworden. Der macht trotzdem mehr Klicks oder mehr Streams als damals. Aber halt im Vergleich zu Meadow oder zu anderen halt, denkst du dann halt, okay, ist kleiner geworden, aber Street-Rap allgemein ist auch größer geworden. Und jetzt durch neue Leute wie Ramo und jetzt durch dich Leute, wieder, ja. Haft kommt wieder an den Start. Gibt's auch nochmal einen 15-Jährigen, da ist Kaza aus Mainz, auch ein richtig guter Künstler, sehr starker Künstler. Auch, er gibt sich sehr viel Mühe, er schreibt seine Texte selber, Bruder, und er rappt. Und er ist 15, wie alt ist er? 15, 16? 17? 17. Alter, Digga, Alter. Verstehst du, was ich meine? Und in Frankfurt gibt es wirklich sehr krasse Talente, die diese Autotune-Scheiß, die versuchen wieder diese Straßenkredibilität nach vorne zu bringen. Mhm. Verstehst du? Mit ja. Geilen Rhymes, mit geilen Beats, geile Aussagen. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich einen 17-Jährigen rappen höre, der irgendwas über Pakete redet. Das ist krass. Ich finde es halt auch irgendwie geil so. Ich finde es aber auch geil, zum Beispiel deine alten Songs oder Hafts alte Songs zu hören. So. Mir gibt es auch was, wenn Leute über eklige Sachen rappen. Warum auch immer so. Ich habe nichts mehr mit ekligen Sachen zu tun, aber ich find's geil irgendwie. Einfach nur hören. Einfach nur hören. Das ist wie ein Film, wie du am Anfang auch gesagt hast. Wie wenn ich mir Menace Society reinziehe oder so. Das ist ein Film, Bruder. Das ist Entertainment. Wie gesagt, und Interviews habe ich ja vorher am Anfang der Sendung gesagt, ist dafür da, dass man auch, sag ich mal, die kleinen Kinder, die uns feiern, oh krass, 20 Kilo, wie macht er das so? Das ist Entertainment, Alter. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Das ist Entertainment. Am Ende des Tages wollen wir, dass ihr mit dieser Musik euch aufbaut. Ihr sollt trainieren gehen. Ihr sollt euch aufbauen, nicht kaputt machen, so, weißt du? Thank you.